Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bentele, am 3. Dezember 1993 wurde der Welttag der Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen. Viel ist zumindest seitdem auf dem Papier passiert. Wir haben eine UN-Behindertenrechtskonvention, die allen Menschen mit Behinderung die gleichen Rechte zuspricht wie auch Menschen ohne Behinderung. Aber an deren Umsetzung mangelt es. Wir haben ein Behindertengleichstellungsgesetz, deren Überarbeitung es bedarf. Wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, einen neuen Teilhabebericht, einen laufenden Prozess zu einem Bundesteilhabegesetz und vieles mehr. Aber ist der heutige Welttag der Menschen mit Behinderung der Bundesregierung wirklich wichtig? Letzte Woche ist eine Debatte für den heutigen Tag vereinbart worden, mit einer Debattenzeit von 38 Minuten. Warum nicht mehr? Die aktuellen Anträge der Oppositionsparteien werden einfach diese Woche Donnerstag irgendwann zu später Stunde unter Punkt 33 abschließende Beratung ohne Aussprache behandelt. Meine Damen und Herren, wir sind in Deutschland noch meilenweit entfernt von einer inklusiven Gesellschaft, in der jeder Mensch selbstbestimmt und gleichberechtigt teilhaben kann, egal ob jung oder alt, egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne, egal ob mit Migrationshintergrund oder ohne. Seien wir alle hier doch mal ehrlich zu uns selber. Zur Schaffung einer inklusiven Gesellschaft bedarf es auch eines Blickes in die Kommunen. Was hilft allein ein Aktionsplan auf nationaler Ebene, auf Bundesebene den Kommunen? Was hilft ein Aktionsplan auf Landesebene, wenn es an den entsprechenden Maßnahmen für die Barrierefreiheit vor Ort mangelt? In Kindergärten, Schulen, Turnhallen wurde jahrelang zu wenig investiert. Der Putz fällt von den Wänden oder es muss geschlossen werden wegen Schimmel. Unsere Straßen sind marode. Investieren Sie endlich bedarfsorientiert in eine barrierefreie Infrastruktur. Deutschland wird sich im März 2015 einer Prüfung durch die UN unterziehen. Ich bin mir sicher, dass sich dabei herausstellen wird, der deutschen Behindertenpolitik fehlt weitgehend die Menschenrechtsperspektive. Das betrifft zum Beispiel auch Flüchtlinge mit Behinderung besonders hart. Es mangelt an barrierefreien Ersteinnahmeeinrichtungen und auch an angemessener ärztlicher Versorgung und vielen mehr. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht mehr hinnehmbar. In den kommenden 15 Tagen begehen wir drei UN-Menschenrechtstage. Dem heutigen Welttag der Menschen mit Behinderung, am 10. Dezember dem Welttag der Menschenrechte und am 18. Dezember den Internationalen Tag der Migrantinnen und Migranten. Das ist gut so und das begrüßen wir alle ausdrücklich. Frau Bentele, Ihre Wünsche haben wir alle vernommen. Und ich möchte, dass wir da gemeinsam für streiten. Und ich möchte einen Teil der Forderung auch noch mal von den Linken wiederholen. Die Behindertenpolitik der Bundesrepublik muss konsequent unter den Menschenrechtsblickwinkel gestellt werden. Es kann nicht sein, dass Menschen mit Behinderung aufgrund eines Bedarfs an Assistenz arm gemacht werden. Wie notwendig das ist, hat auch die Trierin Richterin Nancy Poser in der Anhörung noch mal dargestellt, am eigenen Beispiel. Sie darf nicht mehr als 2.600 Euro ansparen. Jede Summe darüber hinaus wird ihr abgezogen. Was macht sie, wenn mal das Auto kaputt ist? Wer soll das finanzieren? Sie muss immer wieder auf ihre Eltern zurückgreifen. Meine Damen und Herren, das darf nicht sein. Wir fordern eine dem Bedürfnis entsprechende einkommens- und vermögensunabhängige persönliche Assistenz für alle Lebenslagen und gesellschaftlichen Bereiche. Das bedeutet Assistenz in der Kindertagesstätte, Assistenz im Praktikum, Assistenz bei der Erziehung von Kindern, aber auch Assistenz im Ehrenamt. Wir fordern eine Überprüfung aller Bundesgesetze. Schließlich hat sich die Bundesregierung mit der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet, alle Gesetze entsprechend der Konvention anzupassen. Wir fordern die freie Wahl von Wohnort und Wohnform. Niemand darf aufgrund seines hohen Assistenzbedarfs gezwungen werden, im Heim zu leben. Wir fordern, dass Flüchtlinge mit Behinderung die gleichen Rechte eingeräumt bekommen wie andere Menschen mit Behinderung. Wir fordern Leistungen aus einer Hand und nicht von verschiedenen Ämtern. Und ja, schaffen Sie den Dschungel von Bürokratie ab.
Wir fordern eine stärkere Förderung von Integrationsbetrieben und die Schaffung von Alternativen zu Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Wir fordern, dass Menschenrechte von Menschen mit Behinderung nicht länger unter den Kostenvorbehalt gestellt wird. Die schwarze Null darf nicht weiter im Zentrum stehen, wenn sie die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention verhindert. Wir müssen die Brille des Geldes absetzen und weg von der schwarzen Null des Herrn Finanzministers, der sich heute diese noch schönredet und die unseren Kindern morgen auf die Füße fällt. Und ich weiß, es ist überzogen, aber ich möchte eigentlich mit einem Appell an uns alle noch abschließen. Gehen wir Montag alle in unsere Wahlkreise und machen uns stark für die Erstellung oder auch Umsetzung von bedarfsorientierten kommunalen Aktionsplänen. Und bitte verneinen Sie nicht von vornherein wichtige Forderungen mit dem Argument der Kosten. Danke. Nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Uwe Schummer, CDU-CSU-Fraktion.